Hallo, ich bin's wieder, euer Tim, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute reagiere ich mal wieder auf meine Videos und ich würde sagen, heute reagiere ich auf mein Video, was ich von den WM-Stickern von Panini halte. Ja, da war 2018, ja, die Fußball-WM in Russland, wäre heute nicht mehr denkbar. Und ja, deswegen habe ich jetzt mir gedacht, ich reagiere mal auf das Video, weil sich sonst kein anderes gefunden hat, wo mir jetzt so einfallen würde. Gibt es bestimmt viele, aber ich möchte jetzt nicht am heißen Brei rumreden, also los. Und heute in dem Video geht es darum, dass ich, was ich von den Panini-Stickern WM 2018 in Russland halte. Weil bald ist ja WM. Ich glaube, schon 2 Monate, wenn nicht mal sogar 2. Na doch, das ist schon, glaube ich, nur noch, glaube ich, nur noch 2 bis 3 Wochen, glaube ich. Schon so. So, also. Das ist das Album. Und das sind die Sticker. Ja, und ich werde jetzt mal gleich ein Päckchen aufmachen. So, die Karten habe ich gekriegt. Das sind 5 immer jeweils. Also, eine davon ist doppelt. Also, eine von Senegal habe ich. Eine von Argentinien. Das von Schweiz und einer von Iran. So. Dann mache ich mal das zweite Päckchen auf. So, die Karten habe ich jetzt gekriegt. Das ist wieder tragisch. Jetzt war der ernsthaft. War jetzt nur ein neuer, da war ein 4 doppelt. Ja, das ist so. Diese Stickern. Ihr werdet gleich noch sehen, wie ich sie einklebe, und dann werde ich euch noch was erzählen, was ich von den Panini-Stickern halte. Ja, ihr habt das doch nicht gesehen. Ich glaube nicht, dass, weil es auch ein bisschen langweilig war, das jetzt gerade. Deswegen wollte ich das lieber nicht. Aber ich finde, es macht Spaß, die zu sammeln. Aber ich habe auch was mir nicht gefällt an diesen Stickern. Ich finde, im Päckchen kostet ja 90 Cent oder so. Also das kann man auch schon, es gibt auch schon so ein Duplo oder so. Aber das ist halt nicht die Panini-Sticker. Ne? Aber ich finde die Panini-Sticker. Ein Päckchen kostet 90 Cent. Und 2 kosten dann insgesamt 1,80. Ja, das war es auch so, aber wie gesagt, das war früher. Das ist schon richtig abzocke, weil fast 2 Euro. Ein ganzes Päckchen. Das finde ich eigentlich schon echt blöd. Auf jeden Fall, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr die vielleicht auch sammelt und was ihr von denen hält. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da oder abonniert mich. Also ja, ciao. Hoppala.